Oh, mein Arm, meine Schulter. Willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Brotherhood mit mir, der Punkt wieder. Und den sichtlich geschädigten Ezio, ja, Ezio, ja. Der anscheinend zwei Schüsse abgekriegt hat: einmal da oben in der Schulter und da unten. So, hat ihm erstmal schön seine Organe zerfetzt. Wir nehmen jetzt mal eine Waffe mit, eine andere. Cool wäre es, wenn man mit zwei Schwertern kämpfen könnte. Das hätte ja ein bisschen Stil irgendwie. Zack, zack. Und er ist tot. Auch tot. Und fuck. Ey, die wechselt gerade ein Schwert aus der Brust. Die ganzen Einheiten sind hier gerade in die Villa reingestürmt. Dass wir wenigstens alle Bürger retten konnten. Wie hieß sie nochmal? Claudia! vielleicht sollte Ezio auch eine Waffe benutzen. Vielleicht sollte Ezio auch eine Waffe benutzen. Geht doch. Man muss es nur ein paar tausend Meter haben. Ja, das denkst du. Erstmal wieder jemanden töten, ist erstmal wieder die Herausforderung in dem Spiel. Oh, Claudia, nein! Er hat sie flachgelegt. Geh in den Altarraum! Naja, nicht in dem Sinne, aber so ungefähr natürlich. Autsch, hör auf mich zu schlagen, schlag die Feinde. So, Alice drücken, um sie mit X mit einem Treffer zu eliminieren. Ja, das machen wir doch schon die ganze Zeit eigentlich hier. Das ist ja unsere Kill-Serie, die wir hier nicht beenden können. Beziehungsweise die wir damit beenden. Indem wir einfach alle Gegner töten. Erstmal das Gesicht schlagen und dann durchbohren. Hat er leider kaum Zeit, großartig Monte Regioni zu erkunden, aber... Lasst sie in Ruhe! Aber ich meine, man sieht schon, es gibt nicht mehr sehr viel, was man erkunden kann nach diesem Tutorial. Jetzt sehen da hinten, okay, der ist auch tot. Schnell, 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 allein in den Altarraum. Und der Kodex, na, wir müssen den Kodex mitnehmen. Kann doch nicht einfach hier sein. Halt, wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauer. Bin überrascht, dass es ihn gibt. Lasst mich durch! Ich muss den Truppen helfen! Das ist natürlich kein Verräter, der Typ. Überhaupt nicht. Schnell, Ezio! Überhaupt nicht. Wo ist Mutter? Ist sie wohl auf? Ich bin hier, Ezio. Gut, sie kann immer wieder sprechen. Das ist immer was. Wir konnten nicht ohne dich gehen. Der Weg wird sehr gefährlich. Beschütze Mutter. Habt ihr wissen, dass die Nachfahre von Alter Ehe sind? Interessant zu wissen. Vielleicht liegt es in der Familie, dass sowas passiert. Wo ist Mario? Ich dachte, er würde auf uns warten. Das Borgia-Fußvolk umzingelt die Stadt! Mario ist tot. Ihr müsst von hier verschwinden. Bring Mutter nach Firenze. Bringt mir ein Pferd! Du kommst nicht mit uns? Wohin reitest du? Nach Roma. Geh, mein Sohn. Vernichte sie. Doch vergiss nicht, für wen wir Assassinen kämpfen. Ja, wir haben den Segen, dass wir es tun dürfen. Okay. Na, jetzt ist sie nicht gerade sehr wohl auf den Beinen eigentlich. Sie ist ziemlich angeschlagen. Was man sieht. Oh Mann. Pock. Tot. Sequenz 1 beendet. Ich glaube, von insgesamt 5 Sequenzen. Wie gesagt, das Spiel ist relativ kurz gegenüber den anderen Spielen. Aber kann natürlich auch sein, dass ich mich gerade irre. Halte RT gedrückt, um A auszumachen. Lucy, ich finde einfach keine Position für Ezio's ES. ES? Sagt mir mal jemand, was hier los ist? Sorry, Desmond. Edensplitter. Im Vatikan sprach Minerva von anderen Tempeln, dass sie der Schlüssel seien, um die Katastrophe zu verhindern, die der Erde droht. Ah, richtig. Natürlich saß erstmal die ganze Zeit mit seinem Rucksack auf dem Animus. Entschuldigung. Um die Tempel zu finden, müssen wir bestimmt Ezios Edenapfel in die Hände kriegen. Minerva hat ihn irgendwie verändert, als sie ihn berührte. Moment, die Auditore-Villa? Ja, unsere letzte Zuflucht in Italien. Anscheinend beobachten die Templer die Grenzen.
Ezio hat den ES irgendwann 1507 versteckt, aber wenn ich die DNA-Sequenz laden will, scheint er sich an etwas anderes zu erinnern. Eine Erinnerung in der Erinnerung? Ja, exakt. Vielleicht. Exakt vielleicht? Ich glaube, ihr habt etwas Ähnliches bei Abstergo erlebt, oder? Subjekt 15 hatte Erinnerungen in der Erinnerung, aber sie war schwanger. Die Erinnerungen von Vater und Mutter des Fötus konkurrierten. Desmond ist nicht schwanger. Naja, glaube ich jedenfalls. Vielleicht nur zu viel gegessen. Kommst du an eine spätere Erinnerung? Nein, das geht nicht. Das kommt mir bekannt vor. Wir konnten nicht auf Altairs Erinnerungen zugreifen, bis Desmond seine Synchronität verbesserte. Dann kann es sein, dass uns hier etwas Ähnliches passiert ist. Ezios erbärmlicher Zustand überträgt sich auf Desmond und stört die Erinnerung. Entweder das, oder Rebecca hat's einfach nicht besser drauf. Danke, du Arsch. Was denn? Ich nenne doch nur mögliche Erklärungen. Und die ist noch die wahrscheinlichste. Gesessen? Hier ist es nicht sicher. Die Handyüberwachung kann glatt durch die Wände sehen. Du meinst Satellitenüberwachung? Machst du Witze? Abstergo hat längst auf Handymasten umgerüstet. Die Strahlen durchdringen alles Oberirdische. Sie werden uns finden. Werden sie nicht. Komm mit mir. Wir wissen, wo wir hingehen können. Und das fällt natürlich gar nicht auf, wenn hier auf einmal so ein weißer LKW in der Stadt einfährt. Man sieht ja, Monteriggino ist wieder belebt. Straßenschilder, Cafés. Wir können uns diese Stadt also nochmal später ein bisschen angucken. Aber jetzt geht's erstmal. Ein Balken blockiert es von innen. Hier kommen wir nicht rein. Was machen wir jetzt? Die Straße führt wieder auf den Highway. Wir sollten uns hier echt nicht unnötig aufhalten. Haben wir eine Plane? Wir müssen den Van abdecken. Ich will wirklich nicht nerven, ja? Aber uns läuft die Zeit davon. Na dann hilf uns, Sean. Hast du irgendeine Idee? Ich weiß nicht. Gibt es noch einen Weg in den Altarraum? Hey, ich glaube, ich hab was. Na, erzähl bloß keiner von, dass du hier Visionen hast, dass man die halten, die sonst auch viel verrückt. Sein Gedächtnis verschwimmt mit Ezios. Komm mit. Natürlich, Desmond, der springt jetzt hier einfach runter. Hat keine Angst davor. Natürlich nicht, warum denn auch? Das ist ja schon 10.000 Mal gemacht. Das war ziemlich cool. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Gut gemacht. Wir warten dann einfach hier oben, ja? So ganz allein. Mit Zielsuchern auf dem Rücken. Okay, gut, dass ihr das so locker seht. Wir gehen nochmal unten rein. Jetzt beginnt nämlich unser sozusagen Offline Jump'n'Run. Ach, nicht mit Ezio, sondern mit Desmond. Ach, endlich raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Lass mich raten, du bist mehr der um 6 ins Bett. Was? Desmond? Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend. Überzeugt. Okay, okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeige ich's dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Wir haben Licht. Ah, na endlich. Ist ja ein bisschen dunkel gewesen. So, jetzt funktionieren sie aber. Was war das? Ich kann nicht sehen. Lauf, verschwinde, bevor die Soldaten dich schnappen. Correte! Los! Und dass das niemand vorher so irgendwie erkundet hat hier oder dass jemand die Höhle gesehen hat. Überresten. Elsie und die Einwohner. Nach dem Angriff, ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer. Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Ja, wir werden langsam aber sicher zu 16, glaube ich. Super, es klemmt. Ich pass durch. Jemand ist sicher auf die Idee gekommen, dieses hier zu bereit untersuchen. Ey. Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ja, ich meine, sie können sich dazwischen werfen und versuchen, ne, aufzuhalten. Das ist doch eine gute Idee, ne? Und jetzt diskriminiere ja nicht das Skelett hier, ja. Kann auch nichts dafür. Von hier aus komme ich in den Korridor unter mir. Pass auf die Ratten auf. Wo? Ich dachte, wenn du welche siehst. Danke für deinen wertvollen Hinweis. Immer wieder gerne. So, jetzt sieht man mal hier, wie sie hier geflohen sind.
Ich bin hier, ja? Bleib bei mir. Geister und Maisbrot. Ezio! Oh mein Gott, Claudia. Wurdest du getroffen? Nein, ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Noch nicht. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Natürlich hat das all die 500, 600 Jahre hier so überlebt. Von 1500 bis 2000. Was hast irgendwas. Du denn vor? 2100 oder keine Ahnung, wie gesagt, wann das hier spielt. Gut gemacht. Stets zu Diensten. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Ja, zum Glück. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber du wirst langsam fett. Autsch. Rebecca hat sogar schon den Animus verbreitet. Im Ernst? Und los geht's. Nein. Bereit. Sie ist echt gemein, ne? Ja. Oh, komm mal mit hier. Wie heißt sie nochmal? Ich habe jetzt die ganze Zeit Claudia im Kopf, aber sie heißt ja nicht. Als ich zuletzt hier war. Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen, das war falsch. Hey, ganz im Ernst. Ich habe den Spaß meines Lebens. Und das verdanke ich dir. Pass nur auf, wo du hintrittst. Okay? Menschen töten ist definitiv der Spaß des Lebens, glaube ich auch. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. So, beliebige Taste. Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Natürlich klemmt dieses Tor auch so, und das wussten sie ja von vornherein schon. Also von daher... Da, ein Hebel! Kein Problem, alles. Pull the lever! So, jetzt müsste ich, glaube ich, hier oben hoch. Hier geht was auf. Ich wollte schon die ganze Zeit Ezio sagen, aber das ist ja Desmond! Desmond bewegt einen fetten Arsch! Super. Ezio darf mit Katharinas Forza baden und ich schwimme im Klo. Ja, dann machen wir wenigstens das Beste draus. Den hier habe ich! Und sie kann auch die coolen Assassinen-Moves. Da müsste sie eigentlich genauso gut klettern können und alles machen können. Komm hier rüber! Ja. Und... Geht's. Oh Mann, ist das kalt. Nicht jammern. Du hast leicht reden. Du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Lachs. Puh, ich stink. Du übertreibst. Nein, tue ich nicht. Ich übertreibe nur sehr, sehr selten. Und ich würde auch nicht freiwillig in so ein Moderwasser. Denk dran, das ist der Spaß deines Lebens. Ja, ja. Voll mich schon krass, dass er trotzdem... Er müsste zwar die Fähigkeiten haben und so, für dich ein Siegereffekt, aber er hat auch nicht mal das körperliche Durchhaltevermögen, sowas überhaupt dann zu machen. Wenn er sowas vorher nie gemacht hat. Alles klar. Oder Jahre nicht mehr gemacht hat. So, ich muss jetzt auch noch gedrückt halten. Ja. Wenn ich jetzt einfach loslasse, wird er dann wegkatapultiert. Okay, lass müsste warum eigentlich bist du eigentlich nie nass? Ja. Dafür habe ich dich. Charmant. Ja, ne? Ja, wir werden hier voll missbraucht. Ja. Ich hab dich. Danke. Ezio, wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Wir beeilen uns. Na, Moment, wir sind gar nicht mehr Ezio. Verdammt. Ich bin schon wieder getäuscht. Cazzo! Gott, rette mich! Ja, die sind ein bisschen tief gefallen. Das Wasser, aber sie dürften nicht sterben dadurch. Eigentlich. Super, die Brücke. Das Wasser war vorher noch nicht da. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Sie schubst uns jetzt runter. So hilft sie uns. Bereit. Ohne zu sagen, was man vorhat und dann, ja, mach dich bereit oder worauf bereit überhaupt. Verdammt. Lass mal sehen. Platsch. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiele mit den Ratten.
rüber. Gute Arbeit. Schade für die Ratten. Erstmal. Diese Komik in diesen Gesprächen. Soldati, hier ist ein Eingang. Dieser Eingang hier. Ich glaube, da oben ist jetzt zu. Nein, das ist immer nicht das. Das sind hier ganz schön große Katakomben, ne? Es verwundert mich wirklich, dass ich noch nie mal auf die Idee gekommen ist, das mal ganz hier zu erkunden. In den ganzen 500, 600 Jahren. Das ist doch schon leicht merkwürdig. Hä? Auch gut. Dann gehen wir halt hier lang. So, hier dann hier hoch. Zack. Und zack. Desmond sollte mal ein bisschen mehr Sport machen, damit er das auch eigentlich alles machen könnte. Aber er ist ja nicht schnell. Gut, ich hol dann mal die Brücke für dich runter. Da gab es hier oben noch irgendwas. Hab ich gemacht. Ja, aber es war nur deine letzte. Haha, sehr lustig. Das Wind, tu dies nicht. Geh einfach diesen Weg. Und springen, wie auch immer man hier diesen Hebel normalerweise betätigen sollte. In der Vorzeit. Hab's. Und der klemmt natürlich nicht aus. Dankeschön, Desmond. Wäre ja zu monoton, wenn auf einmal alle Hebel klemmen würden. Ja, ich hab das Plan. Der Plan des Spiels durchschaut irgendwie. Jetzt bin ich mal dran zum Ausgleich. Bitteschön. Ja, und wieder dieselbe Mechanik. Danke. Ist ein Anfang. Ja, wir schubsen sie auch schon noch in die Kloake rein, keine Sorge. Sie kriegt das schon noch irgendwie wieder zurück. Irgendwie. Wir werden uns aber irgendwas überlegen. Jetzt ist es erstmal wieder den Animus und so alles hier reinbringen. Ich würde hier ganz gerne einfach runterrutschen. Aber das geht auch so eigentlich schlecht, rein logisch gesehen. So, zack, hier rüber. Das sind alles noch relativ, na gut, das ist das erste Dungeon hier, ist es noch. Das sind doch Peanuts, sind das. Easy peasy ist das. Lemon squeezy. Einfach nur, dass sie sich nicht hinterher Dings machen müssen, nicht hinterher klettert. Dass wir sie immer den einfachen Weg gehen lassen. Ich meine, sie kann genauso gut klettern. Haben wir doch eben gerade gesehen. Nein, sie ist sich zu fein. Die Frau, die muss ja immer hilfsbedürftig sein. Ein gutes Team. Das war das eine Mal, was wir mit dem Stream angesprochen hat, dass Ubisoft immer so gegenüber, dass Ubisoft immer so stereotypische Frauencharaktere macht, die immer hilflos und immer Hilfe brauchen, entwickeln. Und ja, irgendwie stimmt's schon, da muss ich schon zustimmen. Ich sehe den Altarraum. So, dann öffnen wir doch jetzt mal die Verriegelung. Wir sind im Dunkeln. Hilfe, ich sehe nichts mehr. Sind wir jetzt in unseren eigenen Gedanken? Ja, natürlich ist alte IS-Rüstung nicht mehr da. Dass das niemand vorher entdeckt hat. So unwahrscheinlich. Gerade weil sie wieder zivilisiert wurde alles. Wow. Er wird so alt. Ezio muss nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum? Desmond! Okay, öffnen wir die Tür. Und wir müssen auch irgendwo schon so allgemein die ersten zwei Teile in Europa irgendwo gespielt haben. Vermutlich irgendwie in Frankreich, dass man dann nach Italien gefahren ist. Und ich meine, hier Monteriggino ist ja auch halt, wie gesagt, in Italien. Und es muss ja irgendwie einen Sinn ergeben, dass man hier so schnell hinkommt vor allem. So, dann öffnen wir doch mal die Tür und lassen die hier rein. Achso, Y gedrückt halten. Ups. Hier ist irgendwas. 14, 19, 14, 20, 14, 21. Kannst du den verdammten Bücherschrank öffnen, Desmond? Ja, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, dass man so ungeduldig sein muss. Der Mechanismus funktioniert noch mal all den Jahren. Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Was ist das? Vielleicht eine Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen. 1419, 1420 und 1421. Ah. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na, schon gut. Bin okay. Wow, das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden und kein Handyempfang.
Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Was hat das nur zu bedeuten? Ach, schon recht heimisch hier eingerichtet. Sieht doch recht nett aus, ne? Okay, sieht doch gut aus. Schau und versteck den Van in der Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was? Was stinkt denn so? Fühl ihm jetzt auf. Das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. Dieser Typ, ne? Dieser Typ. Total arrogant und... Naja. Gut, aber wir folgen hier noch beim nächsten Mal erst wieder. Wir haben jetzt wieder unsere Zeit erreicht. Das war's von mir, eurem Punkt. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüssi.